Uha. Ich sag schon mal, Nabend alle zusammen. Guten Abend zusammen, hallo. Herzlich willkommen hier bei Wunderwerk, wo wir in Ein Kurs in Wundern lesen, im Textbuch. Wir sind auf Seite 127 in Absatz 4 und gleich geht's auch schon wieder los. Genau. Erstmal mit einem kleinen Gebet, um uns einzustimmen, dann gibt's Thorsten, dann geht das Mikro an Thorsten und er erklärt uns, was Ein Kurs in Wundern ist. Und dann fangen wir an zu lesen. Genau. Jeder, der gern mitlesen möchte, ist hier auf der Bühne herzlich willkommen, uns zu unterstützen. Jeder, der zuhören will, ist genauso herzlich willkommen. Alle sind so willkommen, wie sie sich gerade fühlen. Ja. Und ich denke, wir können loslegen, außer du möchtest noch was loswerden, Thorsten? Nö, gar nicht. Fang mal an. Okay. Nö. Gut, dann. Ich leg ja gleich los, also es gibt ja gleich genug zu quatschen. Dann gurgel noch mal ein bisschen, noch eine Minute Zeit. Alles klar. Okay, bis gleich. Bis gleich. Wenn du magst, dann schließe mit mir gemeinsam deine Augen und wir nehmen noch mal einen tiefen Atemzug zusammen. Ein und wieder aus. Und wir lassen den Tag abfallen. Alles, was war, war. Wir sind im Hier und Jetzt und freuen uns auf die kommende Stunde. Wir beten. Lieber Gott, wir widmen dir wie immer die kommende Stunde. Führ uns mit deiner Güte. Gib uns die Stärke, nicht in der Dunkelheit zu verweilen und unser Licht zu stärken. Wir wollen hier jetzt ein Segen füreinander sein, denn alles andere ist in Wahrheit nichts. Egal, was wir tun und wie viel wir davon tun, wenn es nicht aus der Liebe kommt und aus dem puren Herzen, ist es nichts. Denn wie der Kurs es sagt, ist Angst in Wahrheit nichts und Liebe ist in Wahrheit alles. Also machen wir jetzt unsere Herzen an und unsere Köpfe aus und geben alles. Danke dafür. Amen. Danke, Peri. Amen. So, was machen wir hier jeden Mittwochabend um 21 Uhr? Wir lesen aus einem Buch. Groß ist es, dick ist es und blau ist es und hat eine goldene Schrift bei mir. Das heißt, Ein Kurs in Wundern ist erschienen im Greuthof Verlag. Und das Buch ist unterteilt in ein Textbuch, in ein Übungsbuch und in ein Handbuch für Lehrer. Und wir lesen hier hauptsächlich aus dem Textbuch, nehmen uns aber hier und da auch noch Inspirationen aus dem Übungsbuch oder aus dem Handbuch für Lehrer. Ja, und das Übungsbuch, das ist das Spannende an einem Kurs in Wundern. Deswegen heißt es ja auch Ein Kurs in Wundern. Besteht aus 365 Kurseinheiten, für jeden Tag eine. Und ja, was lernen wir in diesem Kurs oder in diesen Übungen und auch in dem Textbuch und auch in dem Handbuch für Lehrer? Ja, wir lernen uns eigentlich damit auseinanderzusetzen, wie unser Denksystem funktioniert, wie wir funktionieren in uns, dass wir ja uns hauptsächlich von morgens bis abends normalerweise mit dem Ego-Denksystem befassen und das Bewusstsein dafür verloren haben, dass es da noch viel, viel mehr gibt, nämlich der Aspekt der Liebe und ja, dass wir alle von einem Schöpfer abstammen, in ihm sind, um ihn herum. Er ist um uns und überall. Und der Kurs versucht uns weg von diesem Ego-Denksystem hin ein bisschen mehr zu sensibilisieren, wie gesagt, dass es da noch mehr gibt, nämlich die Liebe Gottes, auf die wir uns dann immer mehr konzentrieren können, wenn wir uns mehr und mehr mit dem Kurs beschäftigen. Woraus wir lesen, ist eigentlich eine schon wieder überarbeitete Version des Kurses, der normalerweise etwas dicker ist. Ja, und wo sind wir jetzt gerade? Wir befinden uns momentan in Kapitel 7, das da heißt die Gaben des Himmelreiches. Dort befinden wir uns wiederum in Abschnitt 7, die Totalität des Himmelreiches heißt. Und dort dann in Absatz 4, der beginnt mit den Worten, Illusionen sind Investitionen. Und das Ganze auf Seite 127. Und da starten wir jetzt heute. Viel Spaß alle zusammen. Danke, Thorsten. Bitteschön. So. Wir sind immer noch allein auf der Bühne, also. Oh, siehst du, jetzt habe ich mich so konzentriert, das habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, dann fangen wir schon mal an zu lesen. Dann fangen wir schon mal an. Genau.
Seite 127, Absatz 4. Illusionen sind Investitionen. Sie währen so lange, wie du sie wertschätzt. Werte sind relativ, doch sind sie mächtig, weil sie geistige Urteile sind. Die einzige Möglichkeit, Illusionen zu zerstreuen, besteht darin, jede Investition in sie zurückzuziehen. Dann haben sie kein Leben mehr für dich, weil du sie aus deinem Geist entfernt hast. Solange du sie in ihn mit einschließt, so ist der Satz, verleihst du ihnen Leben. Nur ist dort nichts, um deine Gabe zu empfangen. Kurz, aber heftig. Ja, das ist echt, das ist kein Trugschluss, ne? Nee. Nur ist dort nichts, um deine Gabe zu empfangen, ist schon okay. Das ist schon krass. Ja, und Illusionen sind Investitionen, bloß Investitionen in ein falsches Ding. Das ist ja eigentlich das, was hier in diesen Sätzen eigentlich ja beschrieben oder gesagt wird. Ja, sag du gern. Ja, was ich ja sehr, sehr krass finde, ist dieser Satz, Werte sind relativ, doch sind sie mächtig, weil sie geistige Urteile sind. Und unser ganzes Denk, unser gesamtes Gesellschaftssystem oder unser gesamtes Handlungssystem, und ich finde diesen Satz wirklich sehr, 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 sehr einschneidend, basiert auf Werte, auf Urteile. Und der Kurs sagt, Leute, alles Quatsch. Im Grunde ist es so. Nein, alles relativ. Alles relativ. Alles nicht absolut. Alles nicht die absolute Wahrheit. Also heißt, Werte verändern sich. Heißt, wo ist die Wahrheit in den Werten? Ist das eine Wahrheit oder gibt es eine absolute, eine tiefere Wahrheit? Das ist, was ich vor allem rauslese, weil wir sind ja so, wie soll ich das sagen, aber wir haben ja schon in den letzten Jahren beobachtet, dass wir versucht haben, relative Wahrheiten zu absoluten Wahrheiten emporzuheben und dass das ganz schön schief laufen kann. Eigentlich immer wieder. Ja, klar. Immer wieder in Zyklen. Genau, in Zyklen, genau. Wir haben immer wieder Momente, wo wir merken, dass das nicht gut geht. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, also ich möchte jetzt nicht wieder auf das Thema C-Krise eingehen und so weiter, aber das war schon für mich auch nochmal so, auch gerade im Nachgang, so mal wieder so ein Meilenstein der Illusion, wie man dort Werte versucht hat zu vermitteln und zu verallgemeinern, die sich dann doch am Ende hier und da als relativ, ich drücke es mal so aus, herausgestellt haben. So wie es immer der Fall ist, ne? Genau. Weil, weißt du, wenn wir denken, irgendeine gesellschaftliche Wahrheit ist die absolute Wahrheit, dann brauchen wir doch nur 50 Jahre zurückspulen und zu merken, in dem gleichen Segment, was war damals die Wahrheit? Wenn die veränderbar ist, dann ist die Wahrheit, die wir heute pflegen, in 50 Jahren wieder eine andere. Heißt, das ist alles relativ. Heißt, ich kann nicht sagen, dass das die absolute Wahrheit ist, weil schon die Geschichte zeigt mir, dass vor 100 Jahren Frauen nicht wählen durften. Und das war für die Leute okay. Es war nicht so, dass die alle gedacht haben, oh mein Gott, das ist ja wirklich ein Skandal. Frauen sollten wählen dürfen. Nee, gar nicht. Absolut. Eben. Ja, absolut. Und deshalb, ich beobachte das. Ich beobachte auch die Geschichte. Ich weiß, wie wir Menschen ticken. Ich weiß, wie das Ego tickt. Und dann ist das sehr hilfreich, einfach zu beobachten und in der Ruhe zu verweilen, weil du verstehst, auch das wird sich verändern. Auch das vergeht. Ja. Aber was ich auch noch spannend finde, ist dieser Satz 2. Sie wären so lange, wie du sie wertschätzt. Ja. Weil das die Verantwortung wieder zu dir zurückbringt. Weil wir oft genug denken, nein, ich schätze das Ego nicht. Nein, ich schätze nicht, was das Ego mir gibt. Aber wenn das so wäre, wenn das wahrlich so wäre und ich, wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendjemanden an den Pranger stellen will. Es ist nur, dass ich mir das vor Augen führe, damit ich weiß, was ich tue. Und vielleicht merkt jemand anders auch, okay, bei mir ist es auch so, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich wahrlich das nicht mehr wertschätzen würde, dann würde das mich nicht regieren. Das stimmt. Ja, das ist so. Wertschätzen, ne? Werte schätzen, absolut. Schon wieder das Wort Werte. Ja, genau. Ja, ich finde das so krass, weil das ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wahrscheinlich auch durch deine jahrelangen Erfahrungen in Coaching-Bereichen oder im Selbstcoaching oder was auch immer. Es gibt da so ein Konzept, das heißt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Werte,
Werte, ach, wie heißt das denn nochmal? Ich kann dir so leider nicht helfen. So einen Wertekatalog aufzubauen. Das ist so ein Teil eines Coaching-Konzeptes, wo du dich hinsetzen musst, um deine eigenen Werte zu analysieren und wirklich so einen Katalog aufzustellen. Was sind deine Werte und wonach willst du leben? Nach welchen Werten möchtest du leben? Mhm. Und ich habe das natürlich auch mal gemacht vor ein paar Jahren und habe mir das nochmal durchgelesen. Also das ist schon bestimmt inzwischen 6, 7, 8 Jahre her. Ja, bestimmt. Und finde es sehr, sehr spannend, wie, wenn ich den Katalog mir heute durchlese, wie wenig an diesen, wie relativ diese, auch selbst diese Auflistung ist und war. Woran ich früher wirklich geglaubt habe oder woran ich früher festgehalten habe, ist heute so teilweise so bedeutungslos, weil es so einen übergeordneten Wert geht, so eine übergeordnete Sache gibt, die ich jetzt inzwischen darüber gestellt habe. Und dass es so bestimmte Sachen, so bestimmte Dinge gibt, ja, die ja für mich so gar nicht mehr so relevant sind, wie das früher noch war. Du bist mega abstrakt, willst du das mit Leben füllen für uns? Oh. Weil du sagst ja teilweise, ja, das war so und dann jetzt ist aber ein übergestellter Wert. Ja, zum Beispiel ein Wert, den viele haben, ist ja wohlhabend zu sein oder Reichtum ist ja auch so ein Wert. Und das war mir früher wirklich wert. Das war es früher. Jetzt wird es konkreter. Jetzt wird es konkreter, genau. Und das war mir früher wirklich, das war früher einer meiner, wie soll man das sagen, Antreiber dieser Wert, diesen Wert zu erfüllen und in diesem Wert zu leben. Und das hat sich extremst relativiert. Ich möchte natürlich nicht bettelarm irgendwo unter einer Brücke hängen, das will ich damit nicht sagen, aber diese Dynamik dieses Begriffes oder dieser Wertvorstellung hat sich total geändert und komplett gewandelt. Das ist hat ich habe ein ganz anderes Gefühl dazu bekommen. Und wenn es bei mir schon so ist, dass ich das merke, was sich da so für Dinge wandeln im Laufe des Lebens und wie relativ die Dinge werden können dann auch, je mehr man vielleicht auch sein Leben in Gottes Hand gibt, ich drücke es mal so aus, das ist schon spannend. Also dieser Weg, wenn man sich darauf einlässt, wie man da geführt wird hin zu einer vielleicht absoluteren Wahrheit. Vielleicht drücke ich es mal so aus. Ja, ich glaube halt, was ich merke mit diesem Begriff Reichtum ist, dass das mehr ist als nur materiell reich sein. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Für mich ist es vor allem ein innerer Reichtum und wenn der sich äußerlich auch spiegelt, super. Aber wenn ich nur diesen äußerlichen Reichtum habe, dann muss ich nicht notgedrungen auch innerlich mich reich fühlen. Genau, ganz genau, ganz genau. Und dass diese Begrifflichkeiten, das ist ja auch genau das, sich auch wandeln innerhalb, also dass dieser Begriff an sich stehen bleibt, aber das, womit du dieses Gefäß füllst, sich auch total geändert oder auch das Gefühl dazu. Das ist sehr, sehr interessant, ja. Wenn man sich das, müsste man mal, das Experiment finde ich halt cool. Also einfach mal zu sagen, so was habe ich jetzt für Werte, schreib sie mal auf. Ich finde das auch sehr praktisch. Also ich finde es sehr, 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 sehr schön, diese Übung, dich mal hinzusetzen und dich zu hinterfragen, was sind meine Top 5 Werte? Genau. Wonach möchte ich leben? Wo will ich keinen Kompromiss mehr eingehen? Ja. Und ich weiß, ganz oben bei mir steht Freiheit. Ja, bei mir auch. Ich möchte so frei wie möglich sein. Und Freiheit definiert ja auch jeder anders. Ne? Wie ich Freiheit definiere, muss nicht deine Definition davon sein, aber meine Definition von Freiheit muss für mich stimmen. Und wenn ich da irgendeinen Kompromiss eingehe, weiß ich, dass ich nicht mehr ehrlich mit mir bin, dass ich mit mir dann auch nicht mehr zufrieden bin. Ja, weil ich irgendetwas verkaufe, was mir unglaublich wichtig ist. Ja. Und ich glaube, wenn wir merken, dass wir irgendwie unsere Werte sozusagen zur Verhandlung freigeben, dann werden wir auch immer merken, dass wir nicht ganz zufrieden sind mit dem, was wir tun. Absolut. Ja. Und weißt du, ich habe auch letztens überhaupt zu Reichtum gelesen, dass die Welt uns eine Art beibringt, reich zu sein. Weißt du, diese menschliche Art, diese weltliche Art. Aber dass wir tatsächlich vor allem diese geistige Art, reich zu sein, erlernen müssen mit Werken wie Ein Kurs in Wundern oder auch anderen Werken, weißt du, die uns diese geistige, höhere Perspektive aufzeigen, damit wir tatsächlich alles aus einer wahren Reichhaltigkeit leben können. Mm. Weil da ergibt das, wenn du diese Ebene dann auch endlich für dich erlernst, dann wird das Leben so richtig
Bam. Ja, bam, genau. Ja. Und das ist halt so spannend, das ist halt die Reise nach innen, das ist halt nicht die Reise im Außen, weißt du, jetzt kann man natürlich das Außen, das Innen bedingt dann das Außen und andersrum, das ist ja klar, aber ich finde es immer so erstaunlich, wie bei mir, wie lange es gedauert hat, bis ich bereit war, diese Reise im Inneren wirklich, wirklich anzutreten und wirklich meinem Schöpfer gegenüberzutreten und den Mut zu haben, zu sagen, so, hier bin ich und ja, jetzt übernimm du mal bei der einen oder anderen Sache und lass mal mein Ego da raus. Das ist schon, ja, schon ein sehr, sehr interessanter Shift gewesen. Und wie gesagt, ich finde es ja erstaunlich, es gibt ja gerade jetzt auch in der neuen oder in der jüngeren Generation ganz viele, die sich auf so einem relativ früh auf so einem spirituellen Weg aufmachen. Und ich weiß, dass ich das ja auch hatte. Ich hatte ja auch eine gewisse Spiritualität und war immer schon an diesen Dingen interessiert. Aber so, ich muss immer wieder betonen, dass dieser eigentlich richtige Shift erst so richtig gekommen ist, als ich mit dem Kurs in Berührung gekommen bin. Da war so das letzte Steinchen ist dann da umgekippt. Ja, das finde ich toll. Auch das, was du gerade gesagt hast, also, dass es so Werke gibt, die diese innere Reise eigentlich unterstützen oder beflügeln und wozu ja das dein Kurs in Wundern ja auch gehört. Mhm. Schön. Weiterlesen? Gerne. Seite 127, Absatz 5. Die Gabe des Lebens ist dein, auf dass du sie gebest, weil sie dir gegeben wurde. Du bist dir deiner Gaben nicht bewusst, weil du sie nicht gibst. Du kannst das Nichts nicht lebendig machen, weil nichts nicht belebt werden kann. Daher dehnst du die Gabe, die du sowohl hast als auch bist, nicht aus und deshalb erkennst du dein Sein nicht. Alle Verwirrung rührt daher, dass das Leben nicht ausgedehnt wird, denn das ist nicht der Wille deines Schöpfers. Du kannst getrennt von ihm nichts tun und du tust tatsächlich nichts getrennt von ihm. Bleibe auf seinem Weg, um dich deiner zu erinnern und lehre seinen Weg, damit du dich selbst nicht vergisst. Erweise nur den Söhnen des lebendigen Gottes Ehre und zähle dich freudig zu ihnen. Halleluja! Wow. Ich musste gerade über Satz 3 so ein bisschen schmunzeln. Du kannst das Nichts nicht lebendig machen, weil nichts nicht belebt werden kann. Ja. Na gut. Gut zu wissen. Mhm. Und in diesem Absatz kam ungefähr 25.000 Mal nicht und nichts vor. Ja, ja, total krass. Ich musste mich auch ein bisschen konzentrieren. Mhm. Verständlich, verständlich. Satz 1, die Gabe des Lebens ist dein, auf dass du sie gebest, weil sie dir gegeben wurde. Ja, das ist echt ein krasser Satz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist deine Verantwortung. Du hast diese Gabe geschenkt bekommen. Die Gabe des Lebens gehört dir. Und das ist deine Verantwortung, dass du sie gibst, weil sie dir gegeben wurde. Also das lese ich da ganz klar raus. Das ist dein Auftrag. Verschleuder das nicht wie irgendein Mist, sondern nimm das als wirklich als Pfund, als Geschenk, als wirklich als Geschenk Gottes. Ich finde das ja sowieso so krass, wie leichtsinnig wir oftmals oder wie unbedarf, wie wir oft mit dieser Gabe umgehen. Wenn uns das mal bewusst wird, was wir hier geschenkt bekommen haben. Und welche ja, das Macht, Wunder, ne? Genau, das Wunder und diese Macht, die damit einhergeht. Und die Verantwortung auch, also mir gegenüber und meinem Bruder oder meiner Schwester gegenüber. Das ist schon echt ein tolles Ding, also ja. Ja, es ist halt manchmal, gehen wir in unserem Alltag umher und vergessen, was für ein Wunder dieses Leben ist. Was für ein Wunder es ist, dass wir so machtvolle Wesen sind. Mhm. Und was für ein Geschenk es ist, dass wir mit Gott verbunden sind. Was für ein Geschenk es ist, diese Natur sehen zu dürfen, im Frühling vor allem. Wir sind manchmal so in unserem Alltagstrott und so in dieser Selbstverständlichkeit für alles. Das ist, glaube ich, was passiert. Wir verlieren manchmal
der Begriff auf Englisch ist Reverence und auf Deutsch vergesse ich ihn immer wieder, diese Wertschätzung, diese Schätzung für, aber das ist noch ein bisschen mehr, für wie unglaublich es ist, diese Erfahrung machen zu dürfen auch. Weil, weißt du, wir können ja auch das Schönste draus machen. Wir können ja einen glücklichen Traum draus machen, wenn wir das befolgen, was uns dieser Absatz sagt. Ja, total. Total. Aber ich muss jetzt gerade unweigerlich an eine Dokumentation denken, die ich am Wochenende gesehen habe, die mir auch wirklich genau das hier wieder so vor Augen geführt hat. Diese Gabe und diese Gabe des Lebens, die wir da geschenkt bekommen haben. Da gab es eine Dokumentation über die Arktis und Antarktis. Und Wissenschaftler finden ja jetzt immer mehr heraus, wie diese ganzen Sachen so funktionieren. Und ich saß da und habe das gesehen und dachte nur, Mann, ey, eigentlich ist das ja, wo wir hier leben und was wir hier geboten bekommen. So, wir leben eigentlich in einem riesengroßen Organismus. Also das funktioniert alles so und es ist so aufeinander abgestimmt. Auf die Mutter Erde ist Leben. Ja, genau, ganz genau, ganz genau. Und da kommen wir ja her und da leben wir aus ihr heraus. Und das ist so faszinierend und so unglaublich groß und so auch gleichzeitig so präzise und so klar und so gut ausgedacht. Also das ist schon echt krass. Also ja, es ist erstaunlich, ne? Wenn man sich mal die Zeit nimmt und sagt, so wie Einstein, entweder ist alles ein Wunder oder nichts ist ein Wunder. Und ich bin immer bei, ich versuche, dass für mich alles ein Wunder ist. Egal, was passiert, mir passiert oder für mich passiert, besser gesagt. Ich schaue immer hin und denke, okay, wo ist hier das Wunder? Ja, genau. Und da steht's ja auch, du bist dir deiner Gabe nicht bewusst, weil du sie nicht gibst. Wir schließen uns aus diesem Wunder aus. Wir beachten es ja oftmals gar nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Und dementsprechend geben wir sie nicht. Wir geben oftmals diese Liebe, die uns geschenkt wurde, aus einer totalen Selbstverständlichkeit heraus. Haben wir dieses Geschenk bekommen. Und wir sehen es nicht oftmals. Und dementsprechend geben wir es auch. Teilen wir es nicht. Genau. Das ist so, wir stoppen das Licht. Ja. Das Licht wurde uns gegeben, um es weiterzugeben, damit es zu uns zurückkommen kann. Und wir stoppen den Kreislauf. Ja, genau. Schön gesagt. Und deswegen, alle Verwirrung rührt genau daher, dass wir es nicht ausdehnen. Was das Leben, was das sozusagen, das, was Gott uns gegeben hat, ist, dehnen wir nicht aus, sondern wir stoppen es. Weil das Ego uns davon überzeugt hat und wir uns haben überzeugen lassen, dass das nicht stimmt. Dass wir dieses Licht nicht haben und nicht verdient haben, vor allem. Wir haben es ja nicht verdient. Der Satz 4, Hammer, daher dehnst du die Gabe, die du sowohl hast als auch bist. Das ist ja das total Verrückte. Wir haben sie und wir sind diese Gabe in einem. Deshalb dehnen wir sie nicht aus und deshalb erkennst du dein eigenes Sein nicht. Ja. Du erkennst deinen eigenen Wert, dein Sein, deine Natur nicht dadurch, weil du sie auch nicht weitergibst. Ich finde Satz 7 auch noch toll. Bleibe auf seinem Weg, um dich deiner zu erinnern und lehre seinen Weg, damit du dich selbst nicht vergisst. Du wirst dich vergessen, wenn du dieses Licht nicht weitergibst, wenn du nicht dich darin disziplinierst, das Licht in deinem Gegenüber zu erkennen. Du wirst dein wahres Selbst vergessen. Es wird verkümmern. Also deine Erinnerung daran wird verkümmern, dein wahres Selbst wird natürlich in Wahrheit nicht verkümmern, aber deine Erinnerung daran, dieser Muskel, der ist da halt völlig labbrig, will ich jetzt mal sagen, und nicht gestärkt. Und was für eine Ansage, ne? Damit du dich selbst nicht vergisst. Weißt du, das ist so, du bist halt oberwichtig in Gottes Plan. Das steht ja hier eindeutig drin. Vergiss dich nicht. Achte auf dich und damit auch in Liebe auf die anderen, damit du diesen Heilsplan mit erfüllst, für den du hier bist. Und egal in welcher Position oder egal in welcher Lebenslage oder egal wo auch immer du im Leben stehst, du hast genau diese ureingestammte Aufgabe. Vergiss dich nicht und vergiss damit auch den anderen nicht. Und das ist doch mega. Naja, du hast immer wieder, egal was ist, egal wo du bist, egal wer du bist, du hast die gleiche Aufgabe wie jeder andere auch, dein Licht
mit der Welt zu teilen. Darin sind wir uns alle gleich. Da gibt's keinen Unterschied. Ja. Und deshalb sind wir auch alle gleich. Weil unsere wahre Aufgabe ist gleich. Unsere wahre Aufgabe ist gleich, ja. Sagt ja der letzte Satz auch in diesem Abschnitt. Erweise nur den Söhnen des lebendigen Gottes Ehre und zähle dich freudig dazu. Das heißt, freudig vor allem. Genau. Wir gehören alle zusammen. Ja, aber genau darin liegt deine Freude. Nur dort, ja, indem du das wieder anerkennst. Ja. Alles andere wird niemals wirklich freudig machen. Genau. Ein riesiger, zusammenhängender... Ah, wir haben Gäste. Yay, hallo. Jetzt war ich so vertieft, ich habe gar nicht, auf die App geguckt. Hallo Renate, hi. Hi Renate, guten Abend. Ja, hallo, grüßt euch, guten Abend. Na? Also, wenn ihr wollt, dann, wenn ich darf, würde ich auch was lesen. Voll gern. Ja, total gern. Ja, sehr gerne. Dann so, lese ich die Nummer 6. Genau, alles klar. Nur Ehre ist eine angemessene Gabe für diejenigen, die Gott selbst der Ehre würdig erschaffen hat und die er ehrt. Schenke ihnen die Würdigung, die Gott ihnen immer zuteil werden lässt, weil sie seine geliebten Söhne sind, an denen er sein Wohlgefallen hat. Du kannst von ihnen nicht getrennt sein, weil du nicht von ihm getrennt bist. Ruhe in seiner Liebe und schütze deine Ruhe dadurch, dass du liebst. Liebe aber alles, was er schuf und wovon du ein Teil bist. Sonst kannst du nicht lernen, was sein Frieden ist und seine Gabe nicht für dich und als dich selbst annehmen. Du kannst deine eigene Vollkommenheit nicht erkennen, solange du nicht all jene geehrt hast, die wie du erschaffen wurden. Danke, Renate. Danke. Puh. Ich finde das voll schön, dass du Renate am Ende vom ersten Satz liebt lesen wolltest, weil ich glaube wirklich, das ist das Gleiche. Es ist genau darauf geht diese Ehre. Ja, das ist echt ein mega schöner Absatz. Also, und er ehrt uns, Gott ehrt uns. Und wir selbst, wenn wir nicht achtsam sind, tun es ihm gerade nicht so gleich. Genau. Und nur wenn wir sozusagen gottgleich in unserem Bewusstsein werden, uns ehren, ihn ehren. Also er braucht unsere Ehre manchmal, aber weißt du, wenn wir nicht wertschätzen lernen, dann werden wir, glaube ich, nie wieder bei ihm ankommen. Obwohl, das ist jetzt übertrieben, ich weiß, wir werden irgendwann ankommen. Das ist ja gesetzt, aber der Weg dorthin könnte sich länger gestalten, will ich jetzt mal sagen. Könnte ja, ja. Das ist dieser erste Satz, der ist so der Hammer. Nur Ehre ist eine angemessene Gabe für uns. Ja. Nur Ehre. Weißt du, das heißt, die ganze Zeit zu ehren ist angemessen. Und jetzt muss man sich so hinterfragen, okay, wie oft am Tag gelingt mir das? Nur in der Ehre für mein, weißt du, nur in diesem Respekt, nur in der Liebe, nur in der Güte für mein Gegenüber zu bleiben. Scheinbar mein Gegenüber, weil im Geist sind wir eh eins. Und das ist die menschliche Erfahrung, dass wir uns immer wieder aufwecken und sagen, okay, ich habe gerade mein Gegenüber nicht so gesehen, wie Gott mein Gegenüber sieht. Gott sieht uns als gleich, Gott sieht uns als Licht, ich habe noch ein bisschen was zu lernen. Ja, aber es geht ja noch viel weiter. Also ich würde jetzt fast sagen, dass er ja nicht nur das Gegenüber in der menschlichen Daseinsform möchte, dass wir es ehren oder verstehen, dass wir es ehren, sondern liebe aber alles, was er schuf und wovon du ein Teil bist. Das ist ja so universell. Wir gehören einfach zu diesem Riesen, zu dieser Riesenschöpfung. Da sind wir ein Teil. Und da sind ja nicht nur Menschen mit einbezogen. Da sind ja noch alle Schöpfungen mit einbezogen. Weißt die du, Natur. Ist ja so, die Natur, die Lebewesen, alles das, was da so kreucht und fleucht auf dieser Welt. Das ist schon echt gigantisch, also dass der Kurs das jetzt so weit ausdehnt und einfach sagst, du bist ein Teil von diesem ganzen Riesenorganismus und ja, ehre das jeden Tag, ehre dich, ehre alle anderen Organismen genauso und du wirst Gott erkennen. Das steht ja auch in der Bibel. Das ist schon echt krass.
Satz 4, Ruhe in seiner Liebe und schütze deine Ruhe dadurch, dass du liebst. Ja, das ist einer der schönsten Sätze hier. Habe ich auch fett dick unterstrichen und ein Kreuz. Nicht vergessen. Nicht vergessen, ja. Und schütze deine Ruhe dadurch, dass du liebst. Da sind wir wieder bei der Ruhe, bei dieser Kontemplation, bei dieser Achtsamkeit. Ja, vor allem ist es auch immer so spannend, sich zu hinterfragen, okay, wie habe ich gelernt, was Ruhe bedeutet? Was hat mir die Gesellschaft gezeigt, wie ich Ruhe empfinde? Bestimmt nicht dadurch, dass ich gebend bin, ja, achtsam bin, liebend bin, gütig bin. Nee. Ja, und das ist ja genau die Krux an der Sache, dass Menschen, die in die Ruhe kommen, ja anfangen auch nervös und erstmal ihren wahren Druck spüren, weil sie das ja gar nicht gewohnt sind oder weil sie ja diese Form von Ruhe, die dich unmittelbar in den Frieden bringen könnte, du hast es einfach nicht gelernt, in die Ruhe zu kommen und der Ruhe zu vertrauen und der damit einherkommenden Liebe zu vertrauen. Das hat das Ego und das hat die Gesellschaft uns zum großen Teil nicht gelehrt. Und das ist ein Prozess, das ist halt das, was ich immer so mit dieser inneren Reise beschreibe. Das ist so die Erfahrung, die wir mit uns ganz persönlich in dieser ganz intimen Gottesbegegnung machen können, indem wir in die Ruhe kommen und ihm dort begegnen. Und das können wir nicht, wenn wir uns ständig ablenken und tralala und hopsasa machen. Naja, aber um in diese Ruhe zu kommen, darfst du erst einmal die Illusionen anschauen, die du vor diese Ruhe getan hast. Genau. Von daher verstehe ich, warum Leute sich, ich sag jetzt mal Leute, aber genug Menschen nicht so bereitwillig in einen Raum setzen wollen und in Ruhe sein wollen, weil dann kommen ja all diese inneren Dinge, wovor sie meist Angst haben, hinzugucken. Diese Reise nach innen beginnt ja nicht damit, dass also bei den meisten von uns, nicht damit, dass du sofort in dieser Ruhe landest, sondern du darfst all diese Illusion, diese Schatten, diese Dunkelheit, die du vor die Ruhe gepackt hast, ansehen. Ja. Das kostet dich Mut. Ja. Da musst du wirklich so ein unerschrockenes Herz haben und sagen, okay, schau da jetzt hin. Ja, aber es lohnt sich. Ja, voll. 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 Ja. Ich meine, die Angst davor ist größer, als wirklich sich das anzuschauen. Das ist meine Erfahrung. Ja, meine auch. Die Angst davor, genau, die Angst vor der Angst quasi, absolut. Mhm. Ja, ja. Und wenn du diesen Sprung, diesen Vertrauenssprung getan hast, dann erkennt man, also so war es bei mir oftmals so, dass die Angst davor eigentlich immer der Dämon war und was dahinter war, war danach gar nicht mehr so gruselig oder so schlimm, sondern es hat sich eigentlich relativ schnell dann immer aufgelöst. Was heißt relativ schnell? Ja, da war ich auch gerade hängen geblieben. Genau, es sind halt Prozesse. Ich glaube, es wurde einfach immer mehr zur Normalität, dort unerschrocken hinzugucken und zu fühlen und zu beobachten und sich nicht davon seine Stärke absprechen zu lassen. Genau, ja. Alles ist eine Übungssache. Alles, das Ego zu befeuern ist eine Übungssache, deine wahre Natur Platz zu machen ist eine Übungssache auf dieser menschlichen Ebene. Es ist eine Übungssache und irgendwann erschreckst du dich nicht mehr vor deiner Dunkelheit, sondern sagst, okay, ich habe hier wieder eine Chance zu wachsen. Zeig mir Gott, was ich lieben darf. Zeig's mir. Ich bin bereit. Diese Reise habe ich schon ein paar Mal gemacht. Sie hat mich nicht getötet. Im Gegenteil, sie hat mein Ego ein bisschen schwächer gemacht, fand ich eigentlich ganz gut. Auch wenn es jetzt ein bisschen unbequem wird. Ich weiß, dass da was Gutes für mich drin steckt in diesem Schatten. Genau. Ich schaue dahin, ich beobachte, ich mache da kein Drama draus, das will das Ego, dorthin gehe ich nicht. Ich bleib hier. Wie so ein Zen-Meister gucke ich, strahle ich das mit Licht an, damit das immer weniger Macht über mich hat. Muskel trainieren. Ja? Ja. Das ist wie so ein Muskel trainieren. Wollen wir weiterlesen? Sehr gerne. Magst du? Ich mach gern. Ja, gut. Völlige Verwirrung. Also, Seite 128, Absatz 7. Ein Kind Gottes ist der einzige Lehrer, der würdig genug ist, ein anderes zu lehren. Ein Lehrer ist in jedem Geist und er lehrt alle dieselbe Lektion. Er lehrt dich immer den unschätzbaren Wert eines jeden Gottessohnes und er lehrt dies mit unendlicher Geduld, aus der unendlichen Liebe geboren, für die er spricht.
Jeder Angriff ist ein Ruf nach seiner Geduld, da seine Geduld Angriff in Segen übersetzen kann. Diejenigen, die angreifen, erkennen nicht, dass sie gesegnet sind. Sie greifen an, weil sie glauben, unter Entzug zu leiden. Gib daher von deinem Überfluss und lehre deine Brüder den ihren. Teile ihre Illusion von Mangel nicht, sonst wirst du dich selbst als mangelleidend wahrnehmen. Dieser Absatz gefällt mir richtig gut. Mir auch. Also falls sich jemand wundert, wer der Lehrer in Großbuchstaben ist, ich sage es nochmal der Vollständigkeit halber, damit ist der Heilige Geist gemeint. Das ist der Anteil, der unsere Illusion, wenn wir ihn dazu einladen, in ein Wunder, in Licht verwandeln kann, transformieren kann. Genau. Das ist der, der die Illusion und gleichzeitig auch die Wahrheit sieht. Ja. Ich mag ja hier diesen Absatz, jeder Angriff ist ein Ruf nach seiner Geduld, da seine Geduld Angriff in Segen übersetzen kann. Und da sind wir wieder bei Geduld und bei Ruhe und bei Disziplin auch. Also das ist, hängt alles für mich irgendwie zusammen. Ja, was ich darin vor allem sehe, ist, dass wenn jemand mich angreift, ich eigentlich vielleicht einen Schritt beiseite treten kann, anstelle meinem Ego zu gehorchen, welches natürlich sofort sagen wird, okay, du musst jetzt dich verteidigen. Das ist ja sozusagen die Reaktion, die ganz schnell diese laute Stimme, die sofort agieren will. Und anstelle der zu folgen, kannst du dir sagen, okay, ich sehe hier gerade einen Angriff. Ein Kurs im Wundern sagt mir, ein Angriff ist ein Ruf nach der Geduld vom Heiligen Geist. Ich kann den Heiligen Geist dazu holen, weil wenn ich seine Geduld dazu hole, anstelle dem Ego hier Platz zu machen, das mich in die Reaktion, in den Gegenangriff bringen will, wird das hier ein Segen für mich und meinen Bruder. Weil ein Angriff ist immer ein Ruf nach Liebe. Ja. Und ich antworte rechtgesinnt, indem ich Liebe gebe. Und wenn ich den Heiligen Geist dazu hole und sage, Heiliger Geist, ich möchte reagieren, mein Ego schubst mich gerade und triggert mich, hilf mir, in der Liebe zu verweilen und dann zu schauen, was dann passiert. Kann sich was verschieben. Vielleicht gelingt das nicht sofort, aber wenn du wenigstens weißt, das ist eine Methode, die ich jetzt anwenden kann, ich bin nicht mehr hilflos meinem Ego ausgeliefert, damit veränderst du was. Ja. Es ist ganz spannend, weil das Kapitel zeigt mir nochmal so einer meiner größten, ich sag mal, Herausforderungen, die ich so früher in meinem Leben und auch heute noch zu bewältigen hätte. Ich bin ja, kennst mich ja auch, in vielen Dingen immer sehr, sehr schnell. Also auch in so Entscheidungen und gerade in so Reaktionen früher auf Menschen, die versucht haben, mich auch anzugreifen. Und irgendwann diesen Switch zu machen, in Geduld zu verharren und mal nicht sofort mit Gegenangriff zu reagieren, war für mich echt eine hohe, hohe Kunst der Zurückhaltung. Das musste ich echt lernen. Also das war für mich wirklich eine der schwierigsten Herausforderungen in meinem Leben, weder auf die, sagen wir mal, Angriffe zum Beispiel meiner Eltern oder von Arbeitskollegen oder von irgendwelchen Chefs zu reagieren, sondern einfach zwischendurch, einfach ist völlig banal gesagt, es ist nicht einfach gewesen. Ich glaube, du hast die gleiche Herausforderung wie jeder Mensch gehabt. Also das fällt gar niemandem leicht, zu atmen, zu pausieren, den Impuls zu kontrollieren, zurückzuschießen. Das ist, wo Transformation passiert. Ja. Es ist völlig leicht, wenn jemand sagt, oh Thorsten, ich finde dich toll, was du machst, ist wundervoll. Und dann siehst du auch noch so gut aus dabei. Dann denkt man, rede weiter. Danke. Ich finde dich voll toll. Ey, Perry, mach weiter, schön. Genau, weißt du, das Ding ist, da passiert nicht Transformation. Nein. Passiert, wo dein Ego dich dazu verleiten will, anzugreifen und du sagst, heute nicht mit mir, Ego. Da waren wir. Das endet im Schmerz und Chaos. Ich folge dir nicht. Meine Aufgabe ist, diesen Moment in Licht zu transformieren. Ich weiß doch, warum ich hier bin. Ich lese doch nicht umsonst deinen Kurs in Wunder. Ich sag jetzt Gott, gib mir hier Licht. Zeig mir, wie du handeln würdest. Und solange ich das nicht weiß, pausiere ich. Halte ich die Klappe. Genau. Ja, sprechen Gebet. Genau. Ich weiß noch nicht, was zu tun ist. Ich weiß auch noch nicht, was ich dieser Person antworte. Ich kann auch sagen, danke für diesen Hinweis. Ich muss mich zurückziehen und denk darüber nach. Vielen Dank. Du hörst von mir in einer Woche oder so. Was weiß ich, weil man sich die Zeit nimmt. Das ist anfänglich eine Taktik von mir gewesen, weil ich sonst anders explodiert wäre.
ich brauchte oftmals so diese Abwendung, auch eine zeitliche und auch teilweise eine räumliche Distanz, um nicht direkt zurückzuhauen oder unsinnige Sachen von mir zu geben. Ich weiß, das war echt ein krasser Prozess. Macht ja auch Sinn, weil wenn du noch in diesem Tumult des Ego bist, dann wird die Antwort meistens Murks sein. Oh ja. Weißt du, welchen Satz ich auch wirklich, wirklich schön finde? Und den würde, ich glaube, den muss ich mir rausschreiben. Diejenigen, die angreifen, Satz 5, erkennen nicht, dass sie gesegnet sind. Ja, ja, genau. Also tolle Definition für Menschen, die aus dem Ego agieren. Sie vergessen, wie gesegnet sie sind. Ja. Wenn du aus dem Bewusstsein des Ego reagierst, hast du deinen Segen vergessen. Das ist auch ein geiler Spruch für ein T-Shirt übrigens. Schon wieder, ne? Ja. Eine Geschäftsidee für dich, Thorsten. Yeah. Ach, für uns beide. Oh. Ich finde das toll. Also der Satz, der ist ja echt so, den feiere ich gerade so sehr. Weil es uns so klar erklärt, dass wir jedes Mal, wenn ein Bruder, also jeder andere Mensch, irgendwie etwas sagt, was wie ein Angriff klingt, wir wissen, dass er es nicht tut, unseretwegen, sondern weil er vergessen hat, wer er ist. Es geht gar nicht um uns. Unser Ego sagt, es geht um uns. Aber in Wahrheit geht es um ihn oder um sie, weil er vergessen hat, wer in Wahrheit ist. Mhm. Nur jemand, der vergessen hat, wer in Wahrheit ist, greift an. Ja. Ja, und aus Mangel heraus, es steht in Satz 6, sie greifen an, weil sie glauben, unter Entzug zu leiden. Ja, natürlich. Weil sie glauben, unter einem Mangel zu leiden. Und deswegen wird angegriffen. Schau dir die Welt an. Es ist so plastisch und klar und immer wieder an schrecklichen Beispielen wirklich zu sehen. Und wir heilen das nicht, indem wir sagen, okay, der hat mich ja zuerst angegriffen, also muss ich irgendwie mich verteidigen, sondern indem wir Mitgefühl aufbringen. Ich glaube, manchmal vergessen wir, wie heilsam Mitgefühl ist. Ja. Das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen, darum geht's nicht. Aber auf einer, weißt du, dieses Licht anzuknipsen für, Bruder, ich weiß, wie es ist, sich selbst zu vergessen, ich war da auch. Ja. Ich heb mich empor. Heißt nicht, dass du nicht die Verantwortung für deine Fehler trägst und vielleicht müssen wir darüber nochmal sprechen. Ich sag mir das alles innerlich, ich spreche das nicht aus, ne? Also, aber sag ich mir innerlich. Ja, ich auch. Ja, ja. Ja, manchmal spreche ich es auch aus, wenn ich weiß, dass es da einen Raum gibt. Ja, wenn es passt, genau. Genau. Aber weißt du, das ist das Schöne, das ist, wie du transformierst, das ist, wie du Licht in die Sache bringst, das ist, wie du die Welt mitteilst, das ist, wie du deinen Auftrag erfüllst, den Gott dir gegeben hat. Ja. Den Gott jedem gegeben hat. Das darf man einfach nicht vergessen. Ne? Ja, tatsächlich. Den Gott jedem Einzelnen, jeder, der hier im Raum ist, jeder um uns herum hat diesen Auftrag. Alle. Auch die Menschen, die wir doof finden. Richtig. Ja. Auch da dürfen wir üben, unseren Bruder zu sehen. Gib mir deinen Segen, heiliger Sohn Gottes. Ja, ja. Und ich finde das so toll, wenn wir sagen, wir gehen in die Ruhe oder wir gehen in die Geduld und wir gehen in diese Geduld und hauen nicht sofort zurück, ist es auch ein Schutz vor sich selbst. Das vergessen ja auch ganz viele. Du schützt dich damit auch selber, indem du nämlich diesen Angriffstaktiken und diesem, diesem Kreislauf aus ich provoziere dich, du provozierst mich zurück, ich hau zurück, weil du mich gehauen hast. Du steigst ja aus diesem Ding aus in dem Moment und schützt dich selber in einem hohen Maß und bewahrst auch für dich die Liebe, die dir auch, die auch in dir ist. Und ich glaube, das ist so oft, was wir dabei vergessen, auch wenn es anstrengend ist, in dieser Geduld dann zu sein, auch wenn es anstrengend ist, in dem Moment die Klappe zu halten, ist es trotzdem auch ein ganz unmittelbares Geschenk an einen selber. Und das ist keine Bürde und das ist keine Belastung, sondern es ist eigentlich am Ende die finale Befreiung von diesem Zyklus, von diesem Kreislauf aus Gewalt und aus Angst und aus Schmerz, die man sich gegenseitig zufügt. Ja, man tut es in allererster Linie für seinen inneren Frieden. Für seinen Seelenfrieden, ja, genau. Wollen wir weiterlesen? Ja, sehr gerne. Renate, möchtest du lesen? Ja, ich kann gerne nochmal lesen. Sehr gerne. Dann lese ich Abschnitt 8. Ganz genau. Angriff könnte niemals Angriff fördern,
wenn du ihn nicht als ein Mittel wahrnehmen würdest, dir etwas zu entziehen, was du haben willst. Dabei kannst du nichts verlieren, außer du schätzt es nicht und willst es deshalb nicht. Das gibt dir das Gefühl, dass es dir entzogen worden ist, und dadurch, dass du deine eigene Zurückweisung projizierst, glaubst du dann, dass andere es dir wegnehmen. Du musst voller Angst sein, wenn du glaubst, dass dein Bruder dich angreift, um dir das Himmelreich zu entreißen. Das ist die letztendliche Grundlage für die gesamte Projektion des Ego. Danke, Renate. Danke. Mann, 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 das ist aber heute echt mal wieder ein krasses Programm hier. Ja, also in diesem Absatz muss ich irgendwie an so zwei Kinder denken, die ganze Zeit sagen, weißt du, die sich um irgendein Spielzeug prügeln. Okay, süß, ja, ja. Ja, ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ja. Aber es ist so spannend, wie eigentlich Verlust in uns selber anfängt. Wir aber denken, die Außenwelt will uns was nehmen. Aber er beginnt in uns. Wir sind die Ursache. Ja, und wir projizieren es nach außen, ganz genau. Wir sind die Ursache für den vermeintlichen Verlust, für die Angst vor dem vermeintlichen Verlust. Und auch für die Zurückweisung, auch das Wort Zurückweisung. Weißt du, jedes Mal, wenn wir denken, jemand anders weist uns zurück, hat das in uns begonnen. Wir haben irgendetwas in uns. Wir haben diese Befürchtung, dass wir zurückgewiesen werden könnten. Mhm. Und die Außenwelt bestätigt uns das nur. Mhm. Mhm. Wir projizieren es. Mhm. Wir projizieren es auf den anderen. Absolut. Und auch in uns hinein. Das ist ja noch verrückter. Das ist ja dieses Doppelspiel. Ja. Ja, was wir lehren, lernen wir, ne? Mhm. Aber ich finde das so, ich finde diesen Satz 5 beziehungsweise Satz 4 und 5 in der Kombination so unfassbar krass. Du musst voller Angst sein, wenn du glaubst, dass dein Bruder dich angreift, um dir das Himmelreich zu entreißen. Und jetzt kommt's. Das ist die letztendliche Grundlage für die gesamte Projektion des Ego. Das ist das Fundament des Ego, dass es uns weiß machen will, dass mein Bruder die Möglichkeit hat, mir das Himmelreich zu entreißen. Was ja unmöglich ist. Nicht geht. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Genau. Und das mal so deutlich zu klar und deutlich auszusprechen, dass das unmöglich ist, dass wir quasi als Geschöpf Gottes von ihm das Himmelreich geschenkt bekommen haben und den Frieden und die totale Liebe. Und dass das Ego uns weismachen, wirklich immer wieder weismachen möchte, dass uns irgendjemand das nehmen könnte, das ist absurd. Das ist wirklich, wenn man das wirklich bis in die Tiefe hineindenkt, wirklich absurdes und verdrehtes Denken. Es ist halt eine Lüge. Mhm. Ja, peng. Du bringst es mal wieder so auf den Punkt. Es ist eine Lüge. Also basiert das Ego auf einer Lüge. Mhm. So. Oder die gesamte Projektion des Ego auf einer Lüge. Ja, ganz genau. Die gesamte Projektion des Ego basiert auf dieser, ich sag mal, Urlüge. Genau. Dass es uns einredet, dass unser Bruder uns das Himmelreich entziehen könnte, was nicht funktioniert, was nicht geht. Ja. Weil wir uns das selber eingeredet haben, dass uns das entzogen werden kann. Mhm. Genau. Ja, das ist halt dieses Wechselspiel. Genau. Und das ist ja auch was, weißt du, eigentlich haben wir uns selber eingeredet, dass wir getrennt sind vom Himmelreich, aber irgendwie projizieren wir es auf den Nächsten. Genau. Und dann geht der ganze Kreislauf wieder von vorne los. Ja, und was für ein, also ich meine, das ist so kein Wunder, dass wir, wenn wir nur im Ego-Denksystem sind, 24/7 Angst haben. Krass, oder? Wenn man sich das so vorstellt. Wahnsinn. Weil manchmal schieben wir die vielleicht zur Seite und manchmal lenken wir uns davon ab, aber irgendwo in uns werden wir immer, wenn wir nur dieses Ego-Denksystem haben, um Sinn aus dieser Welt zu machen, werden wir immer. Immer im Angstzustand sein. Da wird immer eine Angst sein. Immer. Es geht immer. Nicht anders. Ja, absolut richtig. Ja. Ja, das wird mir ob sie auch so leise, laut ist, ob wir sie ignorieren, ob wir den Kopf in den Sand stecken, ob wir denken, wir können sie aus
rotten dadurch, dass wir ganz viel im Außen ansammeln. Wir haben 1000 Methoden, um diese Angst nicht zu spüren. Mhm. 1000 Aktionen, 1000 Wege, wie das Ego uns sagt, wenn du das tust, wirst du keine Angst mehr haben. Oder wie wär's mit ganz reich werden, dann wirst du diese Angst nicht mehr haben. Und dann haben wir das erreicht und merken, okay, ich habe immer noch Angst. Aber jetzt kann ich wenigstens einfach mich davon ablenken, weil ich habe jetzt ganz viel Geld auf meinem Konto. So. Und das ist auch ganz schnell wieder weg mit der ganzen Ablenkerei. Kann sein, kann auch nicht sein, je nachdem, wie gut du damit umgehen kannst. Das aber stimmt, ja. Weißt du, das ist nämlich, was ich sehe, wie dieses System irgendwie uns immer wieder davon ablenken will, dass wir eigentlich Angst haben. Mhm. Genau. Und sich dieser Angst zu stellen, funktioniert meines Erachtens halt nur, wenn wir in die Ruhe kommen. Und uns das mal ganz genau anschauen, was da uns das Ego von morgens bis abends versucht, weiß zu machen. Ja, ich würde halt fast sogar sagen, diese Angst kann nur dadurch durchschaut werden oder wenn wir eine andere Ebene dazu holen. Mhm. Weil die Angst ist nicht auf der Ebene der Angst lösbar. Genau. Wie Albert Einstein schon sagte, das Problem ist nicht auf der gleichen Ebene lösbar, wo es entstanden ist. Ja, wir brauchen eine höhere Ebene. Ja. Genau. Wir brauchen eine Ebene, die uns endlich sagt, wie Ursache-Wirkung wirklich funktioniert. Mhm. Und was wir in Wahrheit sind. Ja. Und dass es auf dieser Ebene gar keine Angst gibt. Auf dieser höheren. Nee, da gibt's ja keine Angst, da gibt's ja halt nur die Liebe. Ne? Mhm. Mhm. Wow, schön. Wollen wir noch weiterlesen? Wir haben noch 4 Minuten. Ja, ich kann gerne noch lesen, aber ich weiß nicht, ob wir noch schaffen, da viel zu sprechen. Das ist doch in Ordnung. Ja, wir werden es gleich sehen. Lassen wir uns überraschen. Dann fange ich mal an. Wir sind jetzt auf Seite 128 in Absatz 9. Da das Ego der Teil deines Geistes ist, der nicht für sich selbst verantwortlich zu sein glaubt, und da es ohne Treue gegenüber Gott ist, ist es nicht fähig zu vertrauen. Indem es seine wahnsinnige Überzeugung, dass du deinen Schöpfer verraten hast, projiziert, glaubt es, dass deine Brüder, die dessen ebenso unfähig sind wie du, darauf aus sind, dir Gott wegzunehmen. Jedes Mal, wenn ein Bruder einen anderen angreift, ist es genau das, was er glaubt. Die Projektion sieht deine Wünsche immer in anderen. Wenn du beschließt, dich von Gott zu trennen, dann wirst du denken, dass andere dir das antun. Wow. Mhm. Aber das ist so ein bisschen wie Absatz 8, mhm, nur mit anderen Worten. Mhm. Ich sehe wieder 2 Kinder. Ja, ich habe auch gerade über diese Wortwahl eigentlich ein bisschen schmunzeln müssen. Also es ist eben so hier in Satz 2, in dem es seine wahnsinnige Überzeugung, dass du deinen Schöpfer verraten hast, projizierst, glaubt es, dass deine Brüder dir dessen ebenso unfähig sind wie du, darauf aus sind, dir Gott wegzunehmen. Ich fand das so, ja, wie du es gerade sagtest. Ich hatte auch gerade das Bild von diesen 2 Kindern. Du hast mir meine Schaufel weggenommen. Mhm. Das so ein bisschen ist das ja so. Wir sind ja wirklich nicht erwachsen in einem Ego-Denksystem. Nee. Egal wie erwachsen der menschliche Körper scheint, das heißt ja nicht, dass wir geistig diese Reife haben. Mhm. Von daher, es ist wirklich so, als wenn sich 2 kleine Kinder, du hast mir Gott weggenommen, nein, du hast mir Gott weggenommen, nein, du hast mir Gott weggenommen. Mhm. Ich vertraue dir nicht. Mhm. Ja, genau. Dabei übersehen wir, dass wir uns zuerst eingeredet haben, dass wir von Gott getrennt sind. Ja, und was wichtig dabei ist, ist auch, dass es ja auch ein unbewusster Prozess ist. Es würde ja keiner, wenn er sich mit jemand anders streitet, auf die Idee kommen zu sagen, du hast mir Gott weggenommen. Das wird dann auf andere Ebenen projiziert. Das wird hier gerade nur sehr plastisch und sehr überdeutlich dargelegt, was eigentlich dem zugrunde liegt. Das ist eigentlich der Grundthema, mhm, oder das Grundproblem. Die Urprojektion. Die Urprojektion, genau. Die ja viele gar nicht, die sich immer in diesem Tumult befassen oder befinden, das gar nicht durchschauen mögen, sei denn sie begeben sich auf den Weg. Ja, wenn du das durchschaust, sagst du, okay, ich möchte es anders. Mhm, genau. Das ist ja sozusagen der Segen, wenn du sagst, oha, ich habe es durchschaut. Ich projiziere, wenn ich an das Ego glaube, vielleicht geht's anders. Darüber freut sich natürlich unser Ego-Anteil nicht. Nee. Aber es wird dich auch nicht sofort aufgeben, keine Angst. Nee,
Die Erfahrung haben wir alle gemacht. Die Erfahrung haben wir alle gemacht, ja. Das kann ich unterschreiben, absolut. So schnell ist es nicht weg. Nee, nee. Ich glaube, wir können mal nachhallen lassen. Ich fand echt, was wir gerade die letzte Stunde gelesen haben, wirklich der Hammer. Also diesen einen Satz in Absatz 7, Satz 5, diejenigen, die angreifen, erkennen nicht, dass sie gesegnet sind, den werde ich echt mitnehmen. Den finde ich so hilfreich. Ich auch. Ja. Und darüber hinaus will ich das mal echt, also ich muss das gerade echt nachhallen lassen. Ich fand es echt mega dieses Mal. Also ich finde so ziemlich alles mega, aber irgendwie fand ich, dass dieses Mal hat's echt reingehauen bei mir. Ja, bei mir auch. Also ich bin auch sehr gerührt. Ich bin auch von Abschnitt 6 sehr gerührt. Also das ist so dieser Satz, viel Ruhe in seiner Liebe und schütze deine Ruhe dadurch, dass du liebst. Das ist auch so ein T-Shirt-Aufdruck, Megateil. Ich meine, wir hören ja jetzt auf zu lesen, aber ich lese schon so ein bisschen den Absatz 10 an. Du bist der Wille Gottes. Ja. Ich bin froh, dass wir keine Zeit mehr haben. Weil so kann das jetzt erstmal nachhalten und dann sind wir frisch nächste Woche mit Absatz 10 auf Seite 129 dran. Ja, genau. Wir haben 22:01. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier wieder zusammengefunden haben. Danke, Renate, fürs Mitlesen. Danke, Renate. Und danke, Thorsten, dass wir das machen dürfen. Danke an alle, die hier waren und uns zugehört haben, so geduldig. Vielen, vielen Dank an alle. Und ich freue mich auf nächste Woche. Da kann ich gar nicht viel ergänzen. Vielen, vielen Dank an alle. Vielen Dank, Perry. Und auch Renate, dass du dabei warst heute und an alle anderen auch. Und ja, dann bis nächste Woche. Dankeschön. Schönen Abend euch. Tschüss. Tschüss.